Willkommen zurück zu einer neuen Folge U4. Wir haben hier einen schönen Geheimgang entdeckt, beziehungsweise Elena, die hat da mit dem Globus rumgespielt. Und dann ist hier der Boden runtergegangen. Wir suchen weiter unseren entführten oder festgehaltenen dämlichen Bruder Sam. Und wir kommen aber der Suche, die Suche, ich spüre es, neigt sich dem Ende zu. Mal los. Vorsichtig, ne? Hier der Kerker. Ein Rätsel gab es schon lange nicht mehr. Vielleicht gibt es wieder ein Rätsel. Bin mal gespannt. Rätsel habe ich ja eigentlich bis jetzt immer so ein bisschen verkackt. Dann nochmal in Ruhe nachgeschaut, wie das funktioniert. Und dann habe ich es hinbekommen. Sonst würde ich immer noch rätseln. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden es rausfinden. Das ist Mist. Stabil aus. Oh, ein neues Kapitel beginnt. Averys Abstieg. Komm, ich blend dich mal. Blend. Die zwinkert nicht mal. Kommt noch ein Klaps auf den Po. Und noch ein Klaps auf den Po. Und noch ein Klaps auf den Po. So. Ja, willkommen in der Dunkelheit. Hier müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Also, alles klar. Wir kommen von da. Wir haben die Möglichkeit nach links, nach geradeaus, nach rechts. Und geht's auch nach oben? Nee. Wird auch keinen Sinn machen. Wir sind ja gerade von oben gekommen. Schauen wir mal. Gut. Sturz. Links bringt uns nichts, denn links ist eingestürzt. Rechts schaut so ähnlich aus. Geht's nicht weiter. Hier, ich muss nochmal die geilen Lichteffekte bewundern. Hier, wenn ich jetzt um die rumgehe, der Schatten, wie im echten Leben, bewegt er sich. Zack. Grandios gemacht. Okay, geradeaus weiter. Ein Hinweis. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Okay. Oh, nee. Oh, cool, jetzt muss ich meinen Controller klopfen, oder wie? Das ist ja mal ein netter Scheiß. Das gab's auch noch nicht, oder? Es gab einen Controller hier, ja, ihr könnt es euch ja denken. Den gerade gegen meine Hand gedeppert. Cool. Aber das bedeutet auch, wir müssen uns beeilen. Nicht, dass irgendwann die Batterien ganz leer sind. Auch eingestürzt. Wirklich, wirklich toll gemacht. Ui, hier ist der Boden ganz rundklick. Ach nee, die verwenden schon wieder Dynamit. Ich lese gerade, weil der Controller vibriert bei der Explosion. Okay, Leute, ich muss nochmal klopfen. Oh, Achtung. Hört man das? Das ist witzig. Ich frag nicht. Achtung, ich klopf nochmal. Geht nicht mehr. Mir tut's Knie schon weh. Okay. Wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Oh. Okay. Was ist da? Ich kann das Ding in die Luft sprengen, oder wie? Sollte ich das machen? Oh. Wow. Fuck, was habe ich denn als Waffe mitgenommen? Okay. Bin in die 300 Jahre alte Piratenfalle reingetappt. Aber warum sollte ich denn das sprengen? Okay. Fuck. Gut. Wir müssen uns umgucken, wo diese Trittfallen sind. Hier sind auch irgendwelche Logos wieder, oder? Ja. Versuche jetzt mal. Halt, nee, das geht gar nicht. Doch wenn ich da drauf steige. Nein! Also so wie es ausschaut, explodiert jede Platte, auf die ich steige.
wenn ich jetzt hier diese Platte in die Luft spreng. Wow. Soll ich mich dann da unten entlang hangeln? Ich probiere das mal. Nee. Spring, du Clown. Gerade am Überlegen. Nee, er springt absolut nicht. Wenn ich jetzt da drauf stecke, explodiert der Spaß wieder, oder? Ich weiß nicht. Das ist wieder so eine Art Rätsel. Aber hier sind Fußspuren. Dann machen wir einfach mal die Fußspuren, latschen wir mal nach. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Okay. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Ah ja, doch so einfach. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und sehr gut. Entspannen. Haben wir geschafft. Ist hier. Krasser Scheiß, so Sprengfallen. Was sind wir denn hier? Oder wo führt uns der Spaß hin? Ich habe keine Ahnung, ich habe auch keine Vorstellung. Also irgendwann wieder nach draußen. Aber da? Hochklettern? Nee. Das Ding sagt doch eher irgendwie, kletter da drauf, oder? Ah, hier. Der macht es nicht. Was ist denn jetzt los? Ist der irgendwie loco? Da, hier. Da kommen wir auch nicht hoch. Wenn wir da zurückgehen, fliegen wir wieder in die Luft. Das macht gar keinen Sinn. Also, da ist ein Hinweis. Na, schau, die Spur ist hier zu Ende. Ach, okay. Vermutlich ist der Gang hinter Ihnen eingestürzt. Räumen wir mal auf. Lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Hoffentlich hält die Tankstelle. Ui. Verdammt. Da kommen wir nicht durch. Aber wir finden eine andere Möglichkeit. Oh nein, nur ein bisschen länger. So Leute, ich klopfe wieder. Achtung, man kann es hören. Na los. Verdammt. Merkt er das, wenn ich nicht klopfe? Ja, das merkt er. Ja, gute Idee. Okay, anscheinend ist das Ding jetzt endgültig kaputt. Jetzt gibt es gleich schon. Feuerzeuglicht. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Und? Bitte. Hui. Cool gemacht, aber ich habe es überhaupt nicht mit dem Dunkeln oder im Dunkeln zu spielen. Beim Streichhölzer ging ja da und aus. Oh, sorry. Mhm. Moment. Da muss doch Zeug rumliegen, dass wir eine Fackel bauen. Hallo? Hier drüben. Wo drüben? Ich drehe mich gerade. Hier drüben. Ah, sie hat tatsächlich. Wie geil. Die denken mit in dem Spiel. Danke. Fackel, gute Idee. Ich bin vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings. Da geht's auch nicht weiter. Cool, hoffentlich halten die Fackeln länger wie die Taschenlampen. Kaputt. Ja, ich denke mal, das geht da nach oben raus. Ansonsten wüsste ich es auch nicht. Hier fliegt doch wieder alles um die Luft, in die Luft. Das ist doch eindeutig. Wir müssen da oben raus. Das sage ich doch schon seit 10 Minuten. Wo ist denn das Ding nach oben? Sag ich doch. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Hol doch einfach eine Kiste. Okay, los geht's. Wahnsinn. Das kommt so cool rüber mit den Flammen. Super gut gemacht. Okay. Und jetzt du. Ah!
Sehr gut. Okay. Danke. Oh, aber wirklich viel Platz hat man hier auch nicht. Vorsicht, Kopf. Ja. Ich war mal in Thailand in der Höhle. Da war das so ähnlich. Das ist, kann man sich nicht vorstellen, wie so eine Höhle, die wir bei uns haben, wo da irgendwie über Lampen sind und Notausgangsschilder und Geländer und Seile. Nee, da sind wir dahin. Dann hat uns da so eine Frau durch den Dschungel geführt, so eine Stunde. Wir haben schon geschwitzt ohne Ende, wir waren eh nur zu zweit. Und dann haben wir da so Taschenlampen bekommen. Also waren zwei Leute plus der Tourguide. Und das war so krass. Meine Taschenlampe, die ging noch 5 Minuten nicht mehr. Und da ist aber keine Beleuchtung in dem Tunnel drin, in der Höhle drin. Nichts, gar nichts. Man musste da teilweise sogar am Boden rumkriechen, dass man vorankommt. Ich wusste gar nicht, auf was ich mich eingelassen habe. Überall waren da Viecher, Glump und Zeug. Und auf einmal war es wirklich so eng, da musste ich meinen Rucksack wegschmeißen. Ich war noch mit dem Rucksack unterwegs. Den Rucksack zuerst durch so ein Loch quetschen und dann durch das Loch, dass ich da durchpasse. Ja, hinter dem Loch war eine Riesenhöhle. Danach war es so groß wie in einer Kirche oder wie auf so einer Messehalle. Also so viel dazu. Das war echt ein krasses Erlebnis. Und Fledermäuse, alles hat man da. War cool. Aber das stand auch in keinem Ding. Das Buch stand, die Tour, die stand da in keinem Buch. Das haben wir so irgendwie so rausgefunden irgendwie. Also krasse Geschichte war es auf jeden Fall. So, ich muss mich nochmal konzentrieren. Wir sind hierher gekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, auf welcher Insel das war. Vielleicht Koh Chang? War krasse Sache auf jeden Fall. Mega Erlebnis. So, ich hüpfe da runter, oder? Wow. Was zum Henker ist das? Ui. Das ist unheimlich. Knochenkammer, hä? Die Hände, die mich bestahlen. Uiuiui. Wow. An diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus. Das ist wirklich gruselig. Komm raus hier. Sackgasse. Nee, oder? Doch, Sackgasse. Coole Folge, muss ich sagen. Es ist wirklich, wirklich geil gemacht. Ich glaube, es ist wieder gesprengt worden. Ich habe gerade wieder so ein Vibrationsding gespürt. Sieh mal, Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Das ist witzig. Neulich sage ich zu meiner Freundin, weil. Dann sagt sie, weil ist kein Fragewort. Ja, gerade so wenig. Was hat sie gesagt, was ich sagen soll? Nicht weil, sondern warum? Ist das etwa... Uah! Alter Facker, ich habe mich jetzt wirklich erschrocken. Was ist jetzt los? Alter! Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Was ist da passiert? Eine Falle. Boah, ich bin jetzt richtig zusammengezuckt. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Wahnsinn! Was war denn das? Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Wahnsinn! Pass auf mich auf. Ist ja saugruselig. Unglaublich. Ja, und jetzt? Passiert mir das nochmal? Sind da wieder Fußspuren oder was? Was habe ich verkehrt gemacht? Alter, das ist wirklich... Das sind so Art Bomben, oder? Check das nicht. Bist du okay? So weit, so gut. Wie oft muss ich denn das noch mitmachen? Ja. Ach, mit... Ich soll, glaube ich, weghechten oder was war das? Das passiert jetzt bestimmt nochmal. Das spooky, wenn die explodieren. Schaut euch die mal an. Voll der krasse Scheiß. Hier unten halten die sich auch frisch. Bist du okay? Alter Verwalter. Explodierende Mumien. Wenigstens
nichts, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Ah, okay. Krasse Folge. Eine der besten bis jetzt. Super spannend. Und ich habe mich da wirklich erschrocken. Ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. Das ist eine Sackgasse? Okay, das müssen wir wirklich dann da runter. Wahnsinn. Krasse Sache. Krasse Sache. Oh, jetzt hat es gerade geleckt, oder? Geil. Also, was für ein geniales Spiel. So. Und nu? Hier geht's noch nicht weiter, du Stück Frau. Was zählst denn du? Okay. Verdammt. Uiuiui. Ui. Also ultra spannend gemacht. Wahnsinn. Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Wahnsinn. Weil der Knochenfreak. Ich befürchte, dass da jetzt wieder diese explodierenden Mumien sind, oder? Hör mal rein. Das ist cool jetzt. Sehr gut gefallen. Da geht's nicht weiter, oder? Könnten wir aber mal pinkeln. Noch Mist, noch mehr Mumien. Nicht explodieren, okay? Pass. Wir rennen einfach durch. Achtung. Das hält dir schon aus. Wahnsinn. Wahnsinn, unglaublich. Alle sind noch am Leben. Das ist ja echt krass. Ui, ui, das wollte ich gar nicht. Gleich weg, da explodieren noch Familien. Gut. Oh, da ist noch eine. Oh, da sind überall welche. Oh, das war jetzt ein bisschen zu stark für mich. Das waren zu viele explodierende Mumien. Mal gucken. Okay. Schauen, dass ich da gleich in Deckung gehe. Weg von den beiden. Weg, weg, weg. Ich glaube, da ist noch eine. Was mit dem Burschen? Der ist nicht explodiert. Gut. Bitte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich. Halt. Da war was. Ein Hinweis. Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Krass. Wirklich krass. Die Mumifizierung nicht. Naja, freiwillig. Wirklich krass. Okay, darunter. Ne, ist eine Sackgasse. Wahnsinn, was für eine spannende Folge. War da gerade was? Hat so ausgeschaut. Doch, ein Schatz, tatsächlich. Cool. Was ist da Schönes? Toll. Ein Trinkgefäß, ein Behälter. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das Spiel ist mega geil. Gut, lass mal überlegen. Wir sind jetzt da von da oben runtergerutscht. Das bedeutet, wir müssen... Da waren wir schon, oder? Nee, da waren wir noch nicht. Treppen. Und da ist auch wieder natürliches Licht irgendwo, oder? Nein, was ist da? Eine Flamme. Oder? Täusche ich mich? Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da. Alles klar. Ich hab dich auf Ärger gefasst. Oh, immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm runter. Ja, Ärger bedeutet, ich muss wieder schießen. Und zwar, das dauert nicht lang. Mal gucken, wie wir da rauskommen. Mit der Räuberleiter. Oder? Nee. Wahnsinn, wie geil. Schauen wir nochmal da hinten. Da noch Schönes verbirgt, bevor wir uns da rauskämpfen. Da geht es direkt weiter. Oh, Wahnsinn, es geht ja immer tiefer hier rein. Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Na, hier ist keine Spur von Sam. Ah, okay. Gut, dass wir entlang sind.
sind wieder Spuren. Das ist auch wieder natürliches Licht. Ja, Leute, wie es weitergeht. Auf heute Morgen einfach mal wieder reinklicken. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, am besten gleich nächste Folge anschauen. Ciao, Servus.